Willkommen bei einem weiteren Rollenspielvideo hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gerne das Storyteller Adventure System, kurz SAS oder eben SAS im Deutschen, von Onyx Path bzw. vormals White Wolf vorstellen. Das Ganze ist mit der NWOD aufgekommen, auch in der WOD gab und gibt es Kaufabenteuer, die jedem Pen and Paper Rollenspieler ja im Begriff sein dürften. Und ja, dieses Storyteller Adventure System ist eben das, das Einzug gehalten hat, zusammen mit der NWOD. Ich habe hier schon einen Überblick darüber gegeben, welche Quellenbücher allgemeiner Art, die also nicht zu diesen Subsystemen wie Vampire, Mage, Werewolf etc. gehören, da so dazu zu rechnen sind. Also dass es zum Beispiel ein Quellenbuch gibt, wenn man sich besonders für das Spielen bzw. Leiten von Gespenstergeschichten interessiert, greift man natürlich zu Ghost Stories. Wer Interesse an Serienkiller-Geschichten hat, greift zu Slasher. Wer Interesse an Psychiatrien hat, sogenannten Irrenanstalten, der ist mit Asylum ganz gut bedient und so weiter und so fort. Die einzelnen Quellenbücher werden nach und nach ja hier auf meinem Kanal sowieso auch noch vorgestellt. Und das alles ist eben auch zu verwenden für Runden in Vampire, Mage, Werewolf etc., aber geht halt auch ganz gut mit Sterblichen, weil die NWOD zumindest anfangs da ein bisschen einen Fokus drauf hatte. So, und dann gibt es eben das Storyteller Adventure System, das jetzt die Kaufabenteuer beschreibt, wie sie eben für die NWOD erschienen sind und erscheinen. Zum einen hat jede Reihe ein Demo, also eine Geschichte, die man kostenlos runterladen kann und dann entsprechend ausprobieren kann, ob einem das System liegt oder nicht. Ja, PDF ist auch ein guter Hinweis, denn diese ganzen Sachen sind nur als PDF erhältlich. So, wenn man jetzt so ein Kaufabenteuer hat, wie darf man sich das vorstellen? Es gibt einzelne Szenen, die beschrieben werden aus der Collection of Horrors. Das sind dann immer nur so 3 bis 5 Seiten, also ist nicht besonders viel. Dann gibt es aber auch Sachen, die ich glaube bis zu 80 Seiten Umfang haben, wo man dann entsprechend viele Szenen schon implementiert hat. Wenn man sich das Deckblatt von so einem Kaufabenteuer anschaut, dann findet man da natürlich Titel und Untertitel. Es steht dann darauf, wie viele Szenen das Ganze enthält, also wie umfangreich das ist, ob es sich für einen One-Shot eignet, eher für eine kürzere Kampagne oder wie auch immer, oder eben Chronik natürlich. Dann an welches Erfahrungslevel sich das richtet, das steht also beispielhaft drauf, von bis so und so vielen Erfahrungspunkten. Und man teilt das Ganze ein in physisch, sozial und mental. Da sind die aus der WOD bekannten Bubble angegeben, diese 5 Stück. Und je nachdem, wie viele bei welchem dieser 3 Bereiche ausgemalt sind, ist es dann eben so, dass es eher physisch ist oder eher mental oder vielleicht mental gar nicht vorkommt oder wie auch immer, damit man so eine gewisse Vorauswahl treffen kann, ob einem das Ganze wo liegt, ob das für die Runde taugt, für das, was man da so vorhat. So, dann geht's weiter, wenn man das Ganze also gekauft hat, geht's natürlich los erstmal mit einer Einleitung im allgemeinen Überblick. Da finden sich dann separat nochmal die Spielleiterhinweise. Also was passiert wirklich, was geschieht hinter den Kulissen. Es wird genannt, welches Thema in diesem Kaufabenteuer thematisiert werden soll. Thema thematisiert, ihr versteht. Und was auch gesagt wird, ist eben, welche Stimmung erzeugt werden soll, worauf man da so ein bisschen abgezielt hat. Dann kommt erst einmal ein Überblick über die ganzen NSC, ja, ich glaube ja, über die ganzen NSC, und zwar erst über die hauptsächlichen NSC, die vorkommen, also die wirklich irgendwelche Stränge ziehen, aber auch die Nebenfiguren werden da beschrieben. Das sind so die üblichen WOD-Beschreibungen, das heißt, es gibt zu dem jeweiligen NSC immer ein Zitat, dann eine Beschreibung des Äußeren, eine Beschreibung des Verhaltens, dann aber auch ein Hintergrund, was steckt hinter diesem Verhalten, was steckt hinter der Motivation dieses Charakters und eben auch entsprechende Werte, um das Ganze direkt spielbar zu haben. Und verziert wird das Ganze in der Regel auch noch von einer kleinen Zeichnung. Die kann man leider nicht wirklich verwenden, wenn man damit spielen will, es sei denn, man schneidet da einen Bildausschnitt raus und nutzt das online oder verarbeitet es sonst wie weiter. Denn der Text ist grundsätzlich umfließend und das macht es mit dem Rauslösen ein bisschen schwerer. Das nur so als Randinformation. Ja, nachdem man also weiß, worum es geht und dann die ganzen NSC kennengelernt hat, grob, kommt ein sogenannter Scene Chart.
Und zwar werden die Szenen alle benannt. Die haben also, was weiß ich, Frau Müller kommt nach Hause, Frau Müller packt ihre Einkaufstaschen aus. Der Einfachheit halber und um das Verständnis zu erleichtern, rede ich hier jetzt von Szene 1, 2, 3, 4 und so weiter. So, und die werden natürlich der Reihe nach vorgestellt, aber in diesem Scene-Chart zeigt sich beispielsweise, wir haben hier eine Szene 1 und da ist Szene 2. Jetzt können die Charaktere natürlich von Szene 1 ganz linear direkt zu Szene 2 gehen. Sie könnten aber auch erst zu Szene 3 gehen. Vielleicht überspringen Sie das Ganze auch und gehen direkt zu Szene 4. Dann gibt es in der Regel eine Möglichkeit, von Szene 4 zu Szene 5 zu gehen. Vielleicht bietet hier aber auch eine Option die Möglichkeit, zurück zu Szene 2 zu gehen. Also um das ganze Lineare, wie man das früher so hatte bei Kaufabenteuern, halt ein bisschen zu entzerren und um den Überblick zu bieten für den Spielleiter, was ich eine ganz gute Sache finde, ist eben auf einer Seite ein sogenannter Scene Chart, der zeigt, welche Szenen welche Verbindung zueinander haben, beziehungsweise wo eben vor und zurück irgendwelche Verbindungen bestehen. Als nächstes geht es dann an die Beschreibung der einzelnen Szenen, fängt wie gesagt an mit Szene 1 oder wie auch immer der Titel lautet, wo dann nochmal aufgezählt wird, was sind die Ziele des Spielleiters und hier geht es nicht ums Gewinnen, sondern welche besondere Stimmung soll hier erzeugt werden oder welchen Gegenstand soll man hier in dieser Szene finden, mit welcher Person sollte man sich in dieser Szene unterhalten oder was auch immer. Ja, und dann aber auch die Spielerziele, also was würde die jetzt weiterbringen? Was könnte denen helfen oder wo liegen Hindernisse auf ihrem Weg? Eine Beschreibung der Szene. Die Figuren sind ja schon beschrieben, da wird also nur noch benannt, welche Person auftaucht. Und was ich ganz toll finde für Leute, die einfach nicht so viel Erfahrung mit dem Leiten haben, da gibt es dann nochmal Beispielwürfe. Also sagen wir mal, in dieser Szene ist es ganz zentral, dass man, mein beliebtes Beispiel, einen Tatort untersucht. Dann wird da nochmal angegeben, welcher Wurf dafür erforderlich ist, also welches Attribut man da mit welchem Skill kombiniert. Und es gibt auch, wie man das aus dem Grundregelwerk kennt, dann dieses sehr ausführliche Beispiel. Also man würfelt diese Probe, was passiert, wenn man einen Patzer hat, keinen Erfolg hat, einen Erfolg hat oder einen spektakulären Erfolg hat. Natürlich ist das beispielhaft, man muss sich da nicht akribisch dran halten. Ebenfalls aufgezählt werden bei diesen Proben dann mögliche Hilfsmittel oder eben Dinge, die entsprechende Mali verursachen können, in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, etwa schlechte Sicht, weil es Nacht ist. Ja, das geht dann Szene für Szene so weiter, bis es dann eben zu einem Abschluss kommt. Am Abschluss steht eben ein Ausblick, wo auch gewisse Tipps jeweils gegeben werden, wie man das Ganze weiterspielen könnte oder wie man damit umgehen könnte, wenn das passiert, wie man damit umgehen könnte, wenn jenes passiert und so weiter. Fehlt da noch was? Ach ja, Handouts gibt es dabei auch immer. Nachteil, all diese Dinge sind natürlich nur englischsprachig erschienen. Das heißt, etwaiges Kartenmaterial lässt sich schlecht verwenden, außer ja, es stört niemanden, wenn da eben englische Begriffe draufstehen. Sonst kann man sowas ja nachbearbeiten oder selbst nachzeichnen oder so etwas in der Art. Was ebenfalls in einigen enthalten ist, finde ich ganz toll, sind Audiolinks. Ja, also man klickt in der PDF-Datei auf einen Link und es öffnet sich dann ein Audio-File, wo dann eine bestimmte Nachricht auf einem Anrufbeantworter beispielsweise hinterlegt ist. Was es natürlich auch am Ende des Ganzen noch gibt, sind die sogenannten Scene-Cards. Ich zeige euch die kurz, stelle euch die aber in einem anderen Video nochmal vor, das dann als nächstes kommt. Eine Scene-Card ist so etwas. Das heißt, man findet da die Szenenbeschreibung, man findet die Angabe entsprechender Hilfsmittel oder halt entsprechender Stolpersteine, man findet den Fokus, ist das Ganze eher physisch, sozial oder mental ausgerichtet. Außerdem hier nochmal diese Szenenziele des Storytellers oder des Player Characters, also des Spielercharakters entsprechend. Ja, das gibt es da auch noch. Und für jede Szene in so einem SAS, also in so einem Kaufabenteuer, gibt es also zusätzlich zu diesem Scene Chart, zu jeder in diesem Scene Chart genannten Szene, eine solche Karte, die man dann eben auch ausdrucken und einfach so verwenden kann. Die sind dann schon komplett ausgefüllt. Auch die Charakterbögen zu den NSC sind da aufgeführt. Bei den Quickstarter-Sachen gibt es auch schon komplett vorgefertigte Charaktere. Da muss man also nicht auf diese separat erhältlichen Pre-Made Characters zurückgreifen, die es halt für die NWOD gibt, für die verschiedenen Systeme, sondern NSC sind da auch direkt mit drin. Ja, und
Das war's im Grunde. Damit habe ich jetzt einen Überblick gegeben. Ich habe jetzt extra mal geguckt. Also wie gesagt, es gibt etliche Sachen davon kostenlos. Gerade die Quickstarter, die kann man sich alle so runterladen. Das Schöne an den Quickstartern ist übrigens, dass die Quickstarter nicht nur eine bestimmte Geschichte enthalten, die eben in das jeweilige System einführen sollen, also Subsystem, sondern da finden sich die Regeln auch nochmal in Kurzform. Man muss also nicht erst das Grundregelwerk kaufen und kann dann Quickstarter spielen, sondern Quickstarter ist erstmal alles, was man braucht, um da so einen ersten Hinweis zu kriegen. Und da die Quickstarter kostenlos sind, ist das vielleicht auch für Leute, die bisher so gesagt haben, oh nee, also WoD, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das sowas für mich wäre. Einfach mal zu den einzelnen Systemen den Quickstarter runterladen als PDF-Datei, einfach mal durchlesen, ausprobieren und gucken, ob es einem zusagt oder eben nicht und man lieber woanders bleibt. So, von diesen SAS, von diesen Kaufabenteuern gibt's, ich habe mal nachgesehen, 5 für Hunter, 6 für Sterbliche, 2 für Werwolf, dann gibt es 3 für Vampire, 2 für Mage, 3 für Geist und 1 für Promethean oder wie auch immer man es spricht, also eben für diese Konstrukte. Das ist jetzt so ein bisschen grob überschlagen. Ich übernehme auch keine Gewähr für Vollständigkeit. Was noch wichtig zu erwähnen ist, es gibt die sogenannte Collection of Horrors. Davon gibt es 17 Einzelszenen und die gibt es für 1 €. Die eignen sich in erster Linie auch wieder für Sterbliche oder für Hunter-Runden, lassen sich aber durchaus auch für die anderen anwenden. Und diese Collection of Horrors enthält also, ja, wie gesagt, Shards, also jeweils eine Szene. Und diese Szene kann man in seine laufende Chronik-Kampagne, wie auch immer man es nennen möchte, einbasteln, kann was drumherum basteln oder nutzt die Standalone für einen One-Shot oder wie auch immer. Ist also auch eine feine Sache. Und ich habe mir da nochmal angeguckt, der Rest liegt bei 2 bis 5 €, je nachdem, welchen Umfang das Ganze also so hat, gerade im Hinblick auf Seiten und entsprechend Szenenanzahl. Ist also wirklich sehr günstig zu haben, dafür als Nachteil nur als PDF und nur englischsprachig. So, und für Vampire gibt es da noch 2 Besonderheiten, die ich jetzt nicht bei diesen Abenteuern als solche aufgezählt habe. Und zwar gibt es einmal Scenes of Embrace und Scenes of Frenzy. In diesen beiden Büchern sind nur einzelne Szenen, die also nicht zusammenhängen, genannt. Und das eine befasst sich eben mit unterschiedlichen Arten, wie man zum Vampir werden kann. Das andere damit, unterschiedliche Arten von Raserei im Spiel zu haben. Also gerade auch für Leute, die sich da ein bisschen schwer tun oder die sich da so ein bisschen ausprobieren wollen, die nach Variationen suchen, eine feine Sache. Ja, das ist das Storytelling Adventure System. Fertig. Nachtrag und doch noch nicht fertig. Es gibt für das Storytelling Adventure System, habe ich total zu erwähnen vergessen, noch ein Supporting Kit. Das gibt es einmal interactive, also zum Ausfüllen am PC, und einmal in einer Variante, wo man einfach nur die Vorlagen ausdrucken kann. Das Ding hat 50 Seiten, es ist kostenlos erhältlich, auch wieder eben als PDF, und enthält Charakterbögen, und zwar zu allen möglichen Reihen. Was darin auch enthalten ist, sind Bögen für Exalted und Bögen für Cyan, was vielleicht auch für den einen oder anderen relevant ist. Man findet zigmal einen Vordruck von diesen Scene-Cards da drin. Dann gibt es aber auch ganzseitige Charakterbögen, die ausführbar sind, dieselbigen im DIN A5-Format. Es gibt vorgefertigte Bögen, wo man Relationships, also Beziehungen unterschiedlicher Charaktere und oder deren Konzepte untereinander ausfüllen kann, verwenden kann, wie auch immer, finde ich nicht ganz so gelungen, also diese Relationship-Geschichte, aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz und wie gesagt, das Ganze ist kostenlos. So, und jetzt aber tschüss.